Und ein herzliches Willkommen zurück zum weiteren Teil von Star Fox Adventures von der Nintendo GameCube auf der Nintendo Wii mit mir von der Gamblers als Hobby. Und schön, dass ihr wieder dabei seid, auf jeden Fall. Ich freue mich. Und wenn ihr noch neu seid, schaut natürlich am besten noch die ersten vorherigen Teile alle, ist ja klar. Inzwischen fängt ihr ja hier mittendrin an. Aber schön, dass ihr mich gefunden habt, sagen wir es mal so. Und hoffen natürlich, dass es euch hier auch bei mir so gefällt. Und dann, bevor es schon mal losgeht, wir rennen jetzt eigentlich einfach nur ans Meer. Habt ihr in der Zeit, weil ihr dürft jetzt eigentlich in der Zeit erstmal nichts passieren, schon mal auf Abonnieren zu drücken und zu liken, damit ihr es nicht vergisst. Und ja. Dann habt ihr das schon mal erledigt. So, das Kämpfen lassen wir jetzt mal ein bisschen sein. Wir laufen jetzt einfach mal weiter. So, man muss nur auf die Karte gucken, dann geht das Ganze hier schon. So. In den verwunschenen Brunnen. An sich ist der Weg ja eigentlich gar nicht mal so lang. Da geht's nicht, ne? Trotzdem ein bisschen nervig, wenn man hin und her rennen darf. Also Schnellreisen, wie gesagt, gibt es hier in diesem Spiel nicht. So neu ist das Spiel ja nicht. Ist ja von 2002. Da hat man nicht so weit gedacht, so riesige Spiele zu entwickeln. Also größer als das hier logischerweise. Dass man auch Schnellreisen mit installieren muss in das Spiel. Muss ab und zu nochmal rechts auf den Balkon gucken. Mein Kater ist auf dem Balkon, dass er kein Blödsinn anstellt. So, Kapklar. Kapla! So, dich brauchen wir jetzt auch nicht. So, Aquaquell-Tempel. Die haben wir eigentlich hier, soweit ich weiß. Aber wie kommen wir da jetzt erstmal rein? Das weiß ich jetzt gerade auch noch nicht. Ich will mal hier runter gucken. Da geht's rein. Will aber nicht da rein. Muss ich doch wieder ein bisschen kurz überdenken. Okay, da geht's. Ah, ja, klar, natürlich. Haben wir diese neue Fähigkeit, uns zu verkleiden als Shopclaw? Und da haben wir hier nur ein Shopclaw-Dings. Sehr schön. So, jetzt sind wir hier im Kessor in der Hinsicht. Hey, ich hab doch gerade auf Stay gedrückt, oder? Bleib da mal hocken. Jetzt wird der wunderbare Wasserfall auf. So, und ich glaube, wir können jetzt wieder ganz normal raus, ne? Zum Glück haben wir keine Ausdaueranzeige beim Schwimmen. Nicht so wie bei Legend of Zelda.
So, wo sind wir hier jetzt eigentlich in diesem Aquacade-Tempel? Ah, das ist nicht da, wo wir eben gerade waren, ne? So. Wieso? Ist es jetzt entflammt? Nur weil das Wasser leer ist. Also das Wasser hier draußen. Gib mir den Stein. Das Wasser von oben hier abgelassen, okay. Hinter uns noch irgendwas? Nein. Okay. So, wir sind wieder heavy. Mach Feuer! So, kannst wieder runterkommen? Okay. Man kommt auch so wieder runter. Wir hauen jetzt hier mal den Stein rein. Feuerstein. So, einer fehlt uns aber allerdings noch. Where are we going? Das weiß ich selber nicht. Habe ich zu tun? Ach, guck mal, jetzt sind hier Energiezellen. Oder hatte ich die beim letzten Mal vergessen? Da gibt's nichts, ne? Hm. Und schon wieder bestehe ich ein bisschen auf dem Schlauch. Ich habe ja schon so ein bisschen die Ahnung, wo es sein könnte, aber da komme ich ja so an sich noch gar nicht rein. Aber da muss ich erst noch was anderes erledigen. Genau, hier komme ich dann noch gar nicht rein. Das geht doch noch gar nicht. Guck mal, da wird einer geärgert. Das ist nicht den, den wir bei der Festung, bei der Cloud von der Festung gerettet haben? Oh ne, ist ein anderer. Ein Lightfoot ist das. Aus dem Lightfoot-Dorf. Stinking furball, or me smash you good. What? But I just saved you. Me trust no one. Sharpclaw say I steal their things, but they stinking liars. Get out of this place. Adios. Okay. Okay.
Okay, da haben wir unseren zweiten Stein. Ich habe jetzt echt gedacht, echt groß überlegt im Kopf. Natürlich im Kopf. Im Inneren des Sivils läutet die heilige Quasor-Flamme. Setze ihn in den Stein im Quasor-Kopf ein und öffne so den Eingang zum Akokai-Tempel. Ich war gerade echt schon groß am Überlegen. Hä? Wo ist denn jetzt der zweite Stein? Im Aquaquell-Tempel war ich doch jetzt überall, aber da gab es ja keinen mehr, außer nur den einen. Okay. Hinein mit dir. So, mal gucken, wie dieser Tempel hier so ist. Ich mag ja keine Wassertempel. Wassertempel waren noch nie so mein Ding. Okay, also wir brauchen erstmal irgendeinen Brocken oder so. Aha, guck an. Wieso bin ich da jetzt schon im Wasser? Okay, es geht einmal nach rechts und einmal nach links, aber ich glaube, das führt beides zur selben Mitte. Sieht ganz aus. Da haben wir unseren Block. Kann ich den jetzt wieder ganz normal ausschießen? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich dachte, einmal aktiviert, immer aktiviert. Ne, geht sogar wieder zurück, tatsächlich. So, da haben wir unseren Block. So, auf die Seite müssen wir. So halbwegs erinnere ich mich hier dran, ja. So, muss ja aufpassen, dass ich genug Pilze habe. Mein Kater. Vogelkacke riecht da so interessant. Ich hoffe, er kommt auch nicht auf die Idee, die irgendwann mal zu probieren. Das wäre nicht so gut. Diese Wassersäule, die finde ich allerdings echt geil. Die haben die cool gemacht. Gerade rechtzeitig nach geworden. Diese Wassersäulen finde ich wirklich cool. Das ist eine geile Idee. So, wo haben wir hier was? Wir haben zumindest noch ein paar Pesa.
Okay, ansonsten ist hier eigentlich nichts. Da geht's hoch. Und es geht noch weiter hoch. Hei, hei, hei. Das Tor war wohl noch erst am Bauen, hä? Ja, wurde erst noch gebaut, so. Das Baugerüst, so gesehen, steht hier noch. Na toll. Nur weil ich als Hängeblieben war. Ach komm. Ach komm. Gibt's doch nicht. Hallo? Runterschubsen geht auch nicht, ne? Was war denn das? Was ist das? So, einmal gefrieren, mein Freund. Machen wir es halt so. Yeah! Jeder Wassertempel ist scheiße. Unser kleiner Tricky. Ich habe gedacht, ich kann die Dinge hier ablegen. So. Links, links und dann den zweiten von rechts zweimal. Dann ganz rechts und dann das zweite von links. So. So, die machen wir mal K.O., wer weiß. Schön, wenn die kein Schild haben, weil die Schilder nerven echt total. Ich meine, klar, dann erfrieren, lass mal sie erfrieren und so und gut ist, aber das nervt. Na, guck mal an. Da ist ein Tor, das wusste ich noch gar nicht. Glaube ich. So, wo müssen wir hier hin? Da können wir, glaube ich, nicht lang, oder? Nein. Wasserströmung zu stark. Hier können wir rein. Und es gibt mir nichts. Sehr schön. Also, hier lang. Ja.
So, schnell paddeln geht nicht als Fuchs. Geht nur langsam und gemütlich. So, einmal gucken, was gibt's wo? Da gibt's einen Schalter. Okay, also gehen wir da, wo zuerst hin. Es scheint glatt zu sein. Ein bisschen. Warum gibt's hier unten Eis? Aber auch eine sehr schöne, beruhigende Musik. Wir schalten logischerweise einfach mal alles an, ne? So, der richtige Weg ist natürlich ein bisschen schmaler. Der schmale Grat hier. Ganz blöd, wenn man hier rutscht. Also durchrennen ist hier dann auch, leider auch nicht so. Ach komm. Also, solange ich nicht ganz runterfalle, ist mir das alles wurscht hier. Siehst du, haben wir gar nicht gebraucht. Komm mal so hier. So, hier gibt es an sich eigentlich nichts, ne? Komm, machen wir erstmal das hier, mal gucken, was da dann passiert. Ah, okay, das aktiviert das Warpfeld. Gut, was haben wir hier? Questorga ist mit Sicherheit nicht. Wie kommt denn der da schon hin? So, oh doch, die Tür geht schon auf. Okay, wo geht's hier hin? Oh, das war ein bisschen verwirrend hier. Stimmt. Ich kann mich erinnern. Okay. Dem Kater gefällt's draußen. Mhm. Wir wohnen im zweiten Stock, also eine Freigängerkatze haben wir nicht. Wir haben nur eine Hauskatze. Oh. Okay, es bringt nichts. Oh. Ich habe nichts zum Aktivieren oder so. Hier zum Aktivieren ist hier nichts. Aber dadurch können wir hier noch nicht rein. Das sieht auch allerdings hier echt geil aus. Also sie haben sich echt was einfallen lassen. Das Level-Design finde ich echt cool. Hier so diese Wassersäulen, hier diese runden Gänge, wo das Wasser so einmal um den Kreis. Das sieht einfach klasse aus. So, nee, hier haben wir noch nichts. Das heißt... Okay, ist scheinbar nicht aktiviert. Müssen wir doch erst hier lang.
Gehen wir erstmal rechts rum. Ach, bist wieder reingekommen. Da bin ich nicht aufgepasst. Können wir einmal. Geil, man kann einmal durch die Wassersäule durch. Wo geht's denn hier? Einmal durch? Ah, okay. Warum sind Wassertempel eigentlich immer viel rätselhafter als die ganzen anderen Tempel? Das war schon bei Legend of Zelda immer so. Die Wassertempel, die waren einfach... Also viel schwieriger als hier logischerweise, aber die waren echt katastrophal von den Rätseln her. Für was gibt es jetzt hier im Block eigentlich? Ich glaube, um das Wasser wieder aufzumachen. Ich habe keine Ahnung, wir versuchen es einfach. Genau. Damit man das Wasser wieder hoch macht. Ah ja, genau, okay, ja. Ich finde mal, in egal welchen Spiel, so Wassertempel, die haben immer die schlimmsten Rätsel. Oder zumindest die anstrengendsten Rätsel. Immer drücke ich falsch. So. Einfach mal angucken. Ich glaube, die sind auf der anderen Seite schon längst wieder aus, ne? Ah, ich sehe es hier gerade. Okay, wir müssen die Flammen löschen, wie es aussieht. Okay, ich glaube, ich muss eher wieder hier. Nein, das war zu früh. Kipp wieder um. So, jetzt aber. Aha, den Block, den ich vorhin gesucht hatte. So, wir holen jetzt erstmal ein bisschen Energy. Hab keine mehr. Und dann heißt es allerdings auch schon wieder, das war's wieder für heute. Wir sind schon wieder bei einer halben Stunde. Das geht echt zügig hier. Unfassbar. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Einschalten. Vergesst keinen Daumen hoch und ein Abo, wenn ihr das immer noch nicht gemacht habt. Und natürlich, wenn ihr wollt, und es gefällt euch bei mir und meine Videos und ich, habt ihr die Möglichkeit, in der Videobeschreibung gibt es einen Link, da könnt ihr drauf drücken und mir dann quasi kein Trinkgeld spenden. Oder ein großes, wie ihr möchtet.
Ich würde mich auf jeden Fall riesig drüber freuen, egal wie groß oder wie klein. Und ich hoffe, wir sehen uns aber beim nächsten Mal wieder. Hier zurück in diesem Wassertempel mit mir von der Let's Plays als Hobby. Und ja, viel Spaß noch bei mir auf der YouTube-Seite, auf YouTube generell. Bis dann. Tschüss.